Ich bin Susanna Walder. Ich bin seit 2003 Kuratorin in der Museum Mur. Das Museum in der Burg Mur ist 1976 gegründet worden und hat als erstes die Herliberger Sammlung beherbergt. Das ist eine permanente Ausstellung über den David Herliberger mit seinem ganzen Verlagswerk. Der David Herliberger ist einer der wichtigsten Buchillustratoren, Kupferstecher und Verleger im 18. Jahrhundert. Er war über Kantonsgrenzen und sogar über die Landesgrenzen aus bekannt. Darum haben wir auch im Keller unten eine Druckwerkstatt für Kupferdruck und Buchdruck. Sehr stimmungsvoll. Das ist auch der ursprüngliche Teil, ganz rustikal, von dem ersten Wundturm, wo 1250 gebaut worden ist. Im Salomon-Kabinett zeigen wir den Salomon Gessner und den Salomon Landolt. Der Salomon Gessner ist ein bekannter Zürcher im 18. Jahrhundert. Er ist der Begründer von der NZZ. Er ist der erste Redaktor. Er war Seilherr, Verwalter der ganzen Energie in der Stadt Zürich. Er hat die Schorenmanufaktur gegründet und er war ein außergewöhnlicher Buchgestalter und mit dem bekannt in ganz Europa. Letztes Jahr haben wir den 200. Todestag von Salomon Landolt gefeiert. Der Salomon Landolt war eine begabte Persönlichkeit. Er war Militärmann, er war Politiker, Landwirt und wir zeigen ihn als Maler. Die ersten zwei Bilder im Salomon-Kabinett sind von Neuzuzügern aus der Gemeinde Mur geschenkt worden. Eins von diesen beiden Bildern ist das Bild hier an der Tös, eine Entenjagd. Und das nebenzu, das kleine Bild, ist die Vorzeichnung zu dem, was wir vor ein paar Jahren, einen reinen Glücksfall, haben auf einer Auktion kaufen können. Da haben wir ganz speziell aus Privatbesitz der Nachfahren von Salomon Landolt den Skizzenbleistift auslehnen und dürfen den hier zeigen. Im Herbst 1787 ist im Haus vom Maler Freudwiller die Dunstigsgesellschaft gegründet worden, wo 11 Maler und Kunstfreunde aus der Stadt Zürich gegründet haben. Im Jahr 1794 ist dann die Idee von diesen Malerbüchern aufgekommen und jeder Künstler musste in einem gewissen Zeitabstand ein Bild liefern. Insgesamt sind 1000 Bilder zusammengekommen, die den Grundbestand des heutigen Kunsthauses Zürich bildet.